Der Einsatz von Medien macht Unterricht nicht automatisch besser oder schlechter. Vereinfacht gesagt, Medieneinsatz kann Vorteile, aber auch Nachteile haben. Es kommt auf die Qualität des Mediums und auf das Anwendungsszenario an. Betrachten wir als Beispiel die Präsentation einer Geschichte. Klassisch könnte eine Lehrperson die Geschichte einfach vorlesen. Die Maus spaziert im Wald umher. Der Fuchs sah sie kommen und freute sich sehr. Hallo, kleine Maus. Wohin geht die Reise? Bei mir im Bau gibt's Götterspeise. Wenn die Lehrperson heiser ist oder nicht besonders gut lesen kann, könnte die Geschichte auch mittels Medium abgespielt werden. Die Maus spaziert im Wald umher. Der Fuchs sah sie kommen und freute sich sehr. Hallo, kleine Maus, wohin geht die Reise? Bei mir im Bau gibt's Götterspeise. Schrecklich nett von dir, Fuchs, doch ich sag leider nein. Ich muss schon zum Mittag beim Gryffalo sein. Die Qualität des Vortrags ist in beiden Fällen bescheiden. Der persönliche Vortrag und kein zusätzlicher technischer Aufwand sprechen noch eher für den direkten Lehrvortrag. Wenn die Lehrperson nun aber den Text mit viel Engagement in der Klasse vorträgt, werden die Kinder noch mehr zum Zuhören animiert. Wohin geht die Reise? Bei mir im Bau gibt's Götterspeise. Schrecklich nett von dir, Fuchs. Doch ich sag leider nein. Ich muss schon zum Mittag beim Grüffelow sein. Beim Grüffelow? Sag, was ist das für ein Tier? Einen weiteren Mehrwert könnte die Untermalung mit Geräuschen bringen, welche von der Lehrperson aber live kaum zu leisten ist. Hier könnte der Einsatz eines aufwendiger ausgestatteten Hörbuches einen weiteren Vorteil bringen. Beim Grüffelow? Sag, was ist das für ein Tier? Den kennst du nicht? Dann beschreibe ich ihn dir. Er hat schreckliche Hauer und schreckliche Klauen und schreckliche Zähne, um Tiere zu grauen. Wo triffst du ihn denn? Gleich hier bei dem Stein und Fuchs bis zum Mittag, das fände ja fein. Die Frage: Ist Medieneinsatz sinnvoll? kann nicht pauschal beantwortet werden. In jedem einzelnen Fall müssen Vor- und Nachteile abgewogen werden. Digitalität und Medialität sind keine Qualitätskriterien für Unterricht. Es kommt auf den Inhalt an. Medieneinsatz macht Unterricht nicht automatisch besser.